Herzlich willkommen bei der Agrarfamilie. Heute werde ich euch meine Kühlbox vorstellen. Und zwar geht es hier um meine MobiCool FF40. Es ist eine Kompressorkühlbox der absolut untersten Preisklasse. Diese Kühlbox kriegt man für knapp 300 Euro. Es ist die Frage, ist der Preis gerechtfertigt? Zu niedrig? Normalerweise ist es so, dass die Kompressorkühlboxen erst ab 600 Euro losgehen. Und daher fragt man sich natürlich, lohnt es sich, so ein Billigprodukt zu kaufen? Diese Kühlbox hat ein Fassungsvermögen von 40 Litern, nutzbar sind aber tatsächlich nur 38. Zwei davon gehen drauf für Elektrik und Innenbeleuchtung. Das Schöne an dieser Kühlbox ist, sie kann Spannungen ab von 100 bis 240 Volt oder 12 bis 24 Volt. Und das regelt sie alles automatisch. Bedeutet, man muss sich um nichts kümmern. Ich habe diese Kühlbox jetzt das fünfte Jahr und dementsprechend mitgenommen ist sie auch schon. Und das Schöne ist, sie ist nur optisch mitgenommen. Sie leistet immer noch das, was sie leisten soll. Und ob die Temperaturen wirklich so sind, wie es beschrieben ist, sage ich euch. Wir haben jetzt minus 4 Grad und es heißt, die Kühlbox kann bis zu minus 10 Grad erreichen. Und es ist eine Außentemperatur im Moment vorhanden von 23 Grad. Und es ist bei einer Kompressorkühlbox ja so, dass sie nicht außentemperaturabhängig ist. Bedeutet, plus 16 bis plus 32 Grad Außentemperatur machen ihr gar nichts. Wenn wir im Sommer draußen sind, muss man sozusagen am Display einen Schatten werfen, damit man überhaupt sieht, wo die Kühlbox gerade ist, was sie leistet und in welchem Menüabteil man ist. Mehr Nachteile fallen mir gerade nicht ein. Sie kostet zurzeit nicht mal 300 Euro und kann sich meiner Meinung nach von der Leistung sowie der Literzahl bei den Großen mit einreihen und hat zudem auch noch den Vorteil, dass der Kompressor auf 12 Volt arbeitet. Die meisten Kühlboxen schalten bei 220 Volt ihre Kompressoren an und sonst laufen sie thermoelektrisch. Bei dieser ist es völlig egal, sie läuft 12, 24, 100 oder 240 Volt immer im Kompressorsystem. Bedeutet, sie ist absolut nicht umgebungstemperaturabhängig. Zusätzlich verfügt die Kühlbox über einen Batteriewächter, der von 10,1 bis 11,8 über Low, Medium und High in 3 Stufen geregelt werden kann. Bedeutet, Autos, die keine Versorgerbatterie haben, sondern nur diese Starterbatterie, müssen sich keine Sorgen machen, dass der Wagen wieder am nächsten Tag nicht startet, sondern die schaltet sich automatisch ab, wenn die Spannung runtergeht und die Batterie wird somit geschont. Der Verbrauch dieser Kühlbox liegt ungefähr bei 102 Kilowattstunden und ist in der Energieverbrauch-Effizienzklasse A+. Ich sag mal so, für 300 Euro kann man nicht eigentlich nicht mehr verlangen. Und ich habe mit meiner Solaranlage und dieser 150 Ampere Batterie keine Probleme gehabt und der Batteriewächter ist nicht ein einziges Mal angesprungen. Einer der größten Vorteile, die ich sehe, sind natürlich außer den technischen Daten die Form und die Stabilität dieser Box. Runde Kanten, das heißt, wenn man irgendwo gegenschlägt, bricht nicht gleich was ab. Und die Höhe. Absolut geniale Sitzhöhe und man kann sich ganz entspannt draufsetzen. Würde ich sie weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Würde ich sie mir wieder kaufen? Auf jeden Fall. Und wenn nicht die, dann
eine andere aus dieser Serie. In diesem Sinne sage ich nur, macht euch keine Sorgen, nicht nur was teuer ist, ist gut, sondern auch was billig ist, kann gut sein. Bis dahin.